So, und willkommen zurück zur Minecraft-Folge. Mittlerweile zwei mehr, als Zarkos damals angesagt hat. Mit den gleichen Leuten wie davor. Also 28. Yay! Machst du wieder Timer oder soll ich machen? Ja, ich mach. Moment. Jetzt geht das schon wieder los. Ne? Als ob es nichts Wichtigeres gäbe im Leben als Timer. Muss Timer stellen. Ja, nicht mal Krümelmonster ist so fanatisch. Sicher? Oh, nein, nicht ganz. So. So, ich habe meinen Plan jetzt mit einer Alternativlösung ausgestattet, die mir vorher keiner verraten hat. Das sollte die Peinlichkeiten von vorhin wieder gut machen. Nein. Ich habe alle Optionen erklärt. Mit dem, was ich dir erklärt habe, kannst du alles bauen. Du kannst damit einen funktionsfähigen... Die da wäre ein zweiter Pisten, der mit seinem Block die Schaltung zerstört, wenn er aktiviert wird. Was willst du hier? Das ist für jeden normalen Menschen keine Option. Für mich wohl. Und wer hat dir gesagt, dass ich normal bin? Ja, keiner. Was willst du hier? Ich will hier nichts. Ja. Klar. Was wer denn? Soll dir das denn hier oben? Ich hab nichts gemacht. Ja. Das ist genauso, als wenn Zarkos sagt, er hätte hier nichts gemacht. Zarkos zerstört dein Glasfenster, das weißt du doch. Ja, nein, Zarkos darf das ja auch. Nur Gugu, ich glaube, ich habe. Du stirbst danach. Okay. Cool. Ich hasse es. Habe ich damit jetzt einen Freibrief? Nein, hast du nicht. Doch, hast. Wer baut hier? Wie so ein. Das scheiße Huhn ist da schon wieder reingerannt. Wer baut wo was hin? Ja, hier in der Wüste ist ein Riss. So ein treppenartiger Riss? Nein, einfach so ein Riss, so ein Gang, wo man reinfällt, wenn man nicht aufpasst. Achso, nee, das war ich nicht. Hier, du alles Huhn. So. Es ist tot. Gratulation. Tot in der Nordsee. Kennst du es? Sag mir was, ja. Hat den schönen Refrain, denn in der Regel zieht Frau die Haie an. Way too obvious. Meinst du es nicht nett? Doch. Ich finde das voll sympathisch. Und wenn das jetzt sexistisch klang, nein, wir sind Gleichberechtigung, wir sind für Gleichberechtigung. Und das heißt, wir beleidigen auch alle gleich gut. Ob du dich damit jetzt bei so einem Feministen beliebter gemacht hast, weiß ich nicht. Nicht? Ob ich das gewollt habe, steht auch auf einem ganz anderen Blatt. Ob Feministen das hier gucken, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Ich hoffe. Ich sage dazu jetzt einfach mal nichts. Auch Holz. Probier's doch mit Grubstahl. Nee, daraus kann ich wohl eine Tür bauen, aber das ist mir zu viel wert. Es gibt Grubstahl in Minecraft. Das muss ein geiles Add-on sein. Normalen Stahl angesehen. Oder Eisen, ist ja nicht mal Stahl. Spiel Feed the Beast. Werden die bestimmt nicht so schnell kaputt. Also, nimm das Feed the Beast Add-on, Mod-Ding, da gibt's bestimmt auch Grubstahl. Da gibt's sogar Uran, ey, also bitte. Tötet einen das langsam? Was? Nein, aber du kannst Nukes bauen und Nuklearreaktoren und jede Menge Scheiß. Klingt doch gut. Und jetzt nicht. Warum? Warum lässt sich dieser scheiß Erddings hier vorne nicht mehr abbauen? Welcher Erddings? Ja, jetzt das weiß ich, Erdteil vor meiner Bude, was du mir jedes Mal, wenn du weggehst, davor setzt. Ich hätte jetzt gesagt, hier... Das ist nicht abbaubar.
Kommt immer du musst vielleicht erst die Tür wegmachen. Nein, beim letzten Mal hat es auch funktioniert. Naja, ich meine, du hast ja jetzt nur so lange Zeit, bis die Tür aufgeht. Das ist das Witzige an der Sache. Ja, aber ich habe ja eine Eisenschaufel in der Hand, das reicht. Ich baue das Ding zweimal in der Zeit ab. Ja, dann sehe ich dein Problem nicht. Ja, weil es immer wieder zurückspawnt. Es gibt das ja, doch gut, nicht Scheiße. Schon wieder. Also komm mal sofort zurück. Das habe ich jetzt... Ab. Geht nicht, ich kann auch nichts mehr abbauen. Aha, okay, dann liegt das nicht an mir. Aber Physics existieren noch. Na, so halb. Ihr habt hier unten drin nichts verloren. Leute, wir haben ein Problem. Was denn? Der Server scheint abgekackt. Wir können nichts mehr abbauen. Also ich kann bei mir abbauen. Problem. Ich kann auch abbauen. Ja super, dann komm mal bitte zu mir und bau mal bitte den Erdblock von mir ab. Ja, mach ich sofort. Also ich kann nichts mehr abbauen. Komm, dann sonst hier nicht raus. Lass mich eben noch meinen Tunnel hier basteln. Der ist relativ schnell gemacht. Dann komme ich vorbei. Basti comes to the rescue und so. Dann würde mich mal interessieren, warum ich hier auch nichts mehr abbauen kann. Meine Hühner bewegen sich auch nicht mehr so, wie sie sollen. Eindeutig merkwürdig. Höchst eisenartig. Eisenartig? Eisenartig. Gar nichts mehr oder nur diesen einen Block nicht? Ich kann nichts mehr abbauen. Und meine Hühner bewegen sich nicht. Konnte ich abbauen, ich konnte sie aber nicht auf. Doch, ich hab sie aufgehoben. Aber den einen Block hier vor meiner Bude kann ich nicht abbauen. Das heißt, die Falle ist perfekt, Weidro. Diesmal konnte ich nicht wieder raus. Das ist schön. Schön, wenn Sachen klappen. Ja. Aber ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ansonsten störte mich das Ding nämlich überhaupt nicht. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier unten irgendwas abbauen kann. Scheinbar funktionieren auch die... Nee. Kann hier gar nichts abbauen. Merkwürdig. Ja, wie gesagt, ich bin sofort auf dem Weg. Kann auch nichts abbauen. Egal, was ich abbaue. Aber ich höre lieber auf, bevor das dann plötzlich irgendwann doch alles abgebaut ist. Keine schlechte Idee. What the fuck? Ich hab einen Sandblock runterfallen lassen und kann den gar nicht mehr abbauen. Also den auch keine Abbauanimation mehr. Mhm. Ja, okay, ich komm. Ich mach den Tunnelausbau nachher weiter. Probier mal was. Mal alle Hühner in der Umgebung töten. Das bin ich Wolf schuldig. Okay. Meine ultimative Geht's Chance. Geht's wieder? Weiter, das funktioniert. Ja. Also Relog, okay. Relog. Ist für dich mit der Aufnahme kontraproduktiv. Warum? Jetzt haben einfach nur Leute gesehen, dass ich 20 Millionen Server habe. Außerdem kann ich das nachher überblenden. Unterbricht er die Aufnahme nicht? Also stellt das komplett ab? Nee, ich hoffe nicht. Du bist ja noch im Spiel. Achso, er war noch im Spiel, ja gut. Hat das Spiel ja nicht gekillt. Ja, du siehst richtig. Was sehe ich richtig? Weil du da gerade so reingeguckt hast. Ne, in der Chess, ja. Das meinte ich ja, du siehst richtig.
Ach, da ist immer nur das drin von der entsprechenden Person, ne? Genau. Ja, genau. Du hast keine Ahnung, was ich da drin hab. Doch. Ja, wenn ich da was reinlege, weißt du auch nicht, was ich da drin hab. Ja, richtig. Aber wir wissen alle, was Weidro da drin hat. Was denn? Ja, wir haben die Folge geguckt. Das hilft euch nur nicht, außerdem kann ich das ändern. Richtig. Was eigentlich, wenn man eine Ender-Chest schrottet? Wenn alle auf dem Server geschrottet werden, bleibt das im Server berechnet. Das heißt, egal wo du wieder eine hinstellst, ist wieder da. Okay, das ist cool. Eben. Das bedeutet, ich könnte das Ding jetzt gefüllt auch einfach kaputt machen, woanders hin wieder aufbauen und der Inhalt ist trotzdem da. Ja, dann ist nur die Frage, oder? Wie du es kaputt machst, weil wenn du das falsche Werkzeug benutzt, ist die Ember Chest kaputt. Mit der Diamantaxt? Richtiges Werkzeug? Sag ich nicht. Soweit ich weiß. Dann kann ich nachschauen. Ich habe die Wiki nebenbei offen. Oder dann kannst du mir auch direkt sagen, wie ich nochmal einen Alchemie-Table mache. Alchemie-Table. Moment. Du hast Soul Sand mitgenommen, oder? Ja. Sehr schön, sehr schön. Hast du Nesa Ward gefunden irgendwo? Nein. Gut, dann werde ich gleich die Farm etwas erweitern. Ich habe zwar noch ein bisschen rumgeguckt, habe noch eine Lohe gekillt, die nicht gnädig war, und habe noch einen Gas gekillt, der Schwarzpulver fallen hat lassen. War eigentlich recht einfach. Drei Pflastersteine und eine gottverdammte Lohnroute in der Mitte drüber. Für den Braustand. Möchtest du den Braustand eigentlich hier so bei meinen Buden mitbauen oder? Nicht, weil ansonsten würde ich nicht jetzt eine Hütte anfangen, dafür zu bauen. Mir gefällt diese Budenaktion nicht so, weil das halt alles getrennt ist. Und wenn ich für mich zum Beispiel gehört. So Marktplatz-mäßig. Nee, für mich gehört zum Beispiel ein Amboss direkt neben einem Verzaubertable, weil da brauchst du es am meisten. Ja. Wieso? Entweder du verzauberst was oder du kommst wieder. Oder du kommst zum Reparieren. Nee, ich verzauber nämlich Bücher und zauber die dann erst auf Sachen drauf, weil dann weiß ich, was ich hab. Eigentlich verzauber ich ungern direkt Gegenstände. Weil wenn ich Bücher verzauber, habe ich die Spells und dann sehe ich, welche ich habe. Und dann kann ich mir zum Beispiel ein ultimatives Tool erstellen, indem ich da nur die besten von dem jeweiligen draufpacke und muss nicht damit leben, dass ich so einen halbguten Zauber da drauf habe. Und das ist mir das Buch wert. Also. Und Erfahrung ist nicht das Problem. Gut. Ich habe vor demnächst eben. Aber so weit entfernt sind die Dinger jetzt ja auch wieder nicht voneinander. Aber draußen ist es dunkel und du hast keinen viechersicheren Weg dazwischen. Ja, der kommt ja noch. Mach halt mal halblang. Der See hier kommt ja auch noch zur Hälfte weg. Wird hier noch alles umgebaut. Alles. Ich habe was zu essen für dich gefunden. Für mich? Ja, für dich. Die Hirne. Jetzt weiß ich, was ich mir wieder als Klingelton machen muss. Ja. Und zwar das Brains. Ich hatte doch gerade gesagt, dass ich daraus aus Plants vs. Zombies das so, so stadtmäßig oder dorfmäßig langsam mal sicher irgendwas zusammenbasteln will. User disconnected from your channel. Ja, das klingt nach Disconnect. Schön, dass ihr im Video gesehen habt, wie er verschwunden ist. Heißt das auch tot? Kommt das auch auf die Wall of Shame, auf eine extra Wand? Machen wir da ein Ja oder jetzt ein Nein raus? Da machen wir ein Ja draus. Aber er erfährt es erst. Bin ich da verdammt auch oft wahrscheinlich auch drauf, aber naja. Nee. Zarkos, dein Essen kommt. Halt Pizzamann ist da. Mit Brains. Ja, er hat ein Brain in der Hand. Ich will's nicht. Es liegt auf deinem Weg. Es gehört dir.
Egal, das despawnt. Gib mir mal den Soul Sand. Moment. Glaubt ihr, dass wir die Farm noch größer machen müssen? Wieso? Jetzt reicht die doch voll aus, oder? Ja, das ist die Frage. Reicht die aus oder soll die größer? Ich wüsste nicht, warum die nicht ausreichen sollte. Ja, weil, wieso, wenn ich, wenn ich... bekomme ich jetzt eine SMS? Weil, wenn ich das, was ich jetzt vorhab, dann können wir die nicht mehr erweitern. Okay, wir machen daraus definitiv ein Schildchen, weil die Windows-Updates sind schuld. Und wer es schafft, das von den Windows-Updates gekillt zu werden. Ja, stimmt. Aber jetzt kann ich gar nicht über deinen Weg gehen, weil da du deinen Rotten Flesh hingelegt hast. Tja, weil du da Rotten Flesh hingelegt hast. Es ist deins. Warum ist das meins? Ich habe dir das niemals gegeben. Du hast es bestellt. Das ist aus meinem Kopf geplatzt. Hab du hast nicht. Es bestellt. Musst du, sonst wäre der Pizzamann nicht damit gekommen. Bist du der Pizzamann? Nein, aber manchmal übernehme ich den Job. Aha. Weil wenn du der Pizzamann wärst, dann wüsstest du, welche Pizza ich mag. Und das weißt du nicht. Oh, wahrscheinlich weiß ich das sogar wohl. Ich müsste nur in den tiefsten Tiefen meines Gedächtnisses zwischen den ganzen unwichtigen Sachen graben. Also ich mag Pizza mit Gyros, Spargel und Sauce Hollandaise. Das ist fast genauso eigenartig wie meins. Thunfisch und Schinken geht auch statt Gyros. Ich weiß nicht, wie man ja, Pizza mit Sauce Hollandaise essen kann. Das ist voll genial. Das kriege ich nicht in meinen wohl. Schädel rein. Das soll ja auch eigentlich doch, durch geht. Deinen Schädel in den Magen. Durch den Kiefer durch. Ich würde das war vollkommen legitim. Also, Sauce Hollandaise geht, aber es ist nicht unbedingt das, was ich haben will. Bei mir ist Tomatensauce. Warte mal, bist du immer noch bei Wolf? Bin nicht mehr bei Wolf, ne? Ne, ich brauche eine Redstone-Falke oder weißt du was, ich kann es auch ernten, ist egal. Ja, kann ich ernten. Wieso muss dieser scheiß Berg hier eigentlich so riesig sein, den ich hier abtrage? Eine gute Frage. Ich könnte hier mal Hilfe gebrauchen in Form von einem zusätzlichen Inventar. Mein Inventar ist voll. Meins ist voller Dirt. Hattest du nicht vorhin Kisten geloot? Ach nee, die waren ja weg. Ne, die sind schon zu Hause. Zu Hause? Nach Hause. Und mit dem Dirt baue ich einen Riesenkampfroboter. Was brauchst du? Ja, ich habe noch Kisten. Riesenkampfroboter. So ein wie in Saints Row 4. Sowas von nicht ein Roboter? Nicht. Noch kein Saints Row 4 gespielt, leider. Ja, dann möchte ich auch nicht zu viel spoilern jetzt. Wahrscheinlich würden dich auch relativ viele Leute, die das Video gucken, töten, wenn du spoilerst. Richtig. Ja, das, was ich jetzt gesagt habe, das ist legitim. Das kommt auch im Trailer vor. Spoiler! Ja, voll. Wart ihr nicht bei Wolf? Nein, ich bin da schon lange nicht mehr. Weiter, wo brauchst du dein Inventar? Mit den besten Lockschildern beschildert, die man benutzen kann, wenn man Wolf dort hineinboxieren will, nämlich Do Not Enter. Aha. Ich bin hier bei der Farm. Ah, okay, ich komm. Und sehe gerade den Troll, was vor der Farm bauen. Oh, doch, kein Roboter, habe ich mir gedacht. Der Troll. Selber Troll. Hey, wer von uns hat so ein Face? Okay, aber das sieht man nicht durch die Rüstung. Ja, durch die Rüstung sieht man nur so ein breit grinsendes, weiß ich nicht. Das ist voll merkwürdig. Genau. Nein. Da ist der Inventar. Danke, Zarkos, das reicht nicht.
Aber die Idee ist, nein, werd mal produktiv. Folgendes. Mein Inventar ist fast voll. Ja, wenn es ja. dir nicht reicht, dann... Jetzt den ganzen Kram, der ja, hier also drin ist, da rein. Ach du Scheiße. Sortieren muss nicht. Ah, Basti hat es geschafft, seinen PC wieder nur hochzufahren. Oh. Das heißt, er wird es vielleicht sogar in dieser Folge noch schaffen, wieder zurückzukommen. That's the reason why I hate Windows. Also, im TS ist er schon mal. Das ist Schritt 1 von 2. Fuck, warum Windows-Updates, Alter. Alles da raus? Weil ich hier umbaue. Achso. Fertig? Ja. Du kannst auch die auch abbauen. Genau, die Fackel an der Wand kann auch weg. Was? Jetzt bin scheinbar ich aus dem TS geflogen. Ist von ja, genau, leck mich am Arsch. Also, ich tapp mal ganz kurz raus. In der Hoffnung, dass da die Aufnahme nicht bei abkackt. Und guck mal, ob ich irgendwo noch ein Ausweich-Teamspeak finde. Der da könnte funktionieren. Error. Connected. So. Channel switched. Falls ihr das übrigens sehen könnt, schmeiße ich das raus. Wobei ich überblende das sowieso, ich mache das hier im TS. Genau, wollen wir nochmal gucken, wann die anderen da sind.
Wieso fehlgeschlagen? Insufficient permission. Ah, fuck, ich kann... Okay, ich mache jetzt einfach mal ein Outro, sag hier mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir versuchen das mit dem Teamspeak irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Genau, jo, ciao, bis zum nächsten Mal.